Morgen danach, der Morgen nach dem 14. Blomberger Songfestival, auf das ich mich schon sehr lange gefreut habe und was gestern endlich stattfand, Freitag und Samstag. Und Volkwin hat mich gebeten, ein paar Sachen darüber zu erzählen, euch einen kleinen Eindruck zu vermitteln, für alle, die auch da gewesen sind, dass ihr vielleicht wiederkommt und vielleicht auch für die Leute, die es verpasst haben oder krank waren, nicht da sein durften, um ein bisschen zu erzählen, wie es war und vielleicht auch einen Anreiz zu geben, das nächste Mal wiederzukommen. Denn auch ich hoffe sehr, dass ich wieder mal kommen darf. Ich fand es nämlich wunderschön. Das ist ein sehr, sehr schönes Event. Eins, was ganz, ganz weit vorne mitspielt auf meiner Top 10 der Konzerte. Und warum? Einfach, weil es so unkompliziert, schön organisiert wird. Die Crew hinter den Kulissen ist wahnsinnig familiär und lieb und es läuft einfach alles wie am Schnürchen. Man merkt, dass die das schon seit 14 Jahren machen, auch wenn es einmal im Jahr stattfindet, aber das scheint alles super routiniert und super professionell und scheint nicht so, ist auch so. Und auch die Technik war einfach hervorragend. Ich habe mich pudelwohl gefühlt auf der Bühne und sehr genossen, mit dem Publikum zu interagieren. Auch das war wahnsinnig lebhaft und aufmerksam und einfach genauso, wie ich mir das wünsche, dass jeder Ton zur Geltung kommt und es einfach leise ist auf der Bühne und, oder im Publikum. Und ach ja, einfach herrlich, schön. Also ich komme aus dem Schwärmen gar nicht raus. Volkwin hat mich gebeten, noch eine Nummer zu spielen. Und da er großer Beatles-Fan ist, habe ich mir eins ausgesucht von John Lennon, was ich übersetzt habe in eine deutsche Version. Klingt ein bisschen anders als das Original, aber man hört selbst. Und verbleiben wir so. Bleibt gesund und munter und wir sehen uns in alter Frische hoffentlich bald wieder. Es grüßt der Herr Bölder. Stell dir vor, da ist kein Himmel mehr. Gar nicht so schwer, probier's doch mal. Keine Hölle unter uns, und über uns nur das All. Stell dir vor, all die Leute, stell dir vor, all die Leute leben hier im Moment. Denk dir mal keine Grenzen mehr. Es braucht nicht viel, um das zu tun. Nicht so viel, man kämpfen oder sterben muss. Stell dir vor, es gibt kein Besitz mehr. Und du fragst dich, wie das geht. Keine Hunger, keine Gier.
nichts zu spät, noch nichts zu spät. Stell dir vor, all die Menschen teilen sich die Welt. Du kannst sagen, ich bin ein Träumer. Ich bin nicht allein. Ich hoffe nur, du bist auch mit dabei, wenn die Welt sich vereint. In diesem Sinne, auf ein baldiges gemeinsames Wiedersehen. Mach's gut.